Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Kanada zum Rennen mit dem Virus. Hallöchen mit dem Camillo, Grüße Kanada, Strategie, 18 Runden, 7 Runden mit den Ultraweichen und Superweichen kommen danach für 11 Runden. Ja, das ist doch mal gut eingeteilt, oder? Jo, aber wollen wir hoffen, dass es keinen Regen gibt, weil sieht schon wieder so bewölkt aus. Ja, aber bei mir wird auch nicht angezeigt, irgendwie Lufttemperatur haben wir 20 Grad, 27 Grad Streckentemperatur, also... Also es soll nur bewölkt bleiben, ich hoffe es auch. Das ist ziemlich warm da oben, auch wenn es gerichtet hat, das ist immer so eine komische, schwüle, warme Wärme, aber wir gehen jetzt vorüber ins Rennen. Oh gut, dass hier keine lange Gerade ist. Der Start war wieder mal nicht optimal diesmal. Nee, das. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Ups. Dann wollte er sich selber so ein bisschen nach zur Seite ziehen, die blöde Karre. Aber du hattest da auch, glaube ich, ein Problem mit der einen Kurve, ne? Ich muss mich ein bisschen zurück... diese kleine S-Kurve da hinten da, wo das leicht neigt zum Abkürzen. Naja. Aber ich baue mir ja schon wieder gut an dich ran, ey. Ja, ist ja auch kein Wunder. Dies ist halt eine Höchstgeschwindigkeitsstrecke, macht man nix. Ah, nein! Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Ja. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Da wollte ich zu viel, bin ich leicht mit dem Rad an die Wand gedütscht. Virus hat sich anscheinend nichts kaputt gefahren. Ja, das ist jetzt natürlich sehr doof. Glück gehabt. Ja, weil ich gelben Spoiler vorne und links habe, weil ich da auch dran geknallt bin, so wie du vorhin. Mit dem Rad. Ach so. Na, dann nicht so toll. Und dann, konnte ich die Kurve noch nicht geil kriegen. Und dann habe ich dich dann halt wieder vorbeigelassen. Ah ja. Ja, ich muss immer auf die Kurven hoffen, wenn ich die gut kriege. Viel zu früh gebremst. Ach, mit dem gelben Spoiler ist doch eine Krähenkacke, ey. Ja, da fehlt dann so ein bisschen Speed, ne? Nee, da fehlt dieser Radius, in die Kurven zu kommen. Ja, ich sag ja. Und dadurch kannst du ja auch nicht so schnell fahren. In den Kurven. Ja, scheiß Kurve. Bisschen weit rausgekommen. Ja,
hier musste ich habe ich zu viel gebremst. Ne. Der Wagen vor mir einen beschädigten Frontflügel hat, die meinen wohl den Wagen hinter mir. War merkwürdig, ne? Ist das lahmarschig. Hier habe ich aber auch nichts von, Jeff. Von was? Ja, von der schnellsten Runde des Rennens habe ich auch nichts von. Ich merke das. Ich hatte auf der Geraden habe ich Chance an dich ranzukommen, aber die Kurve durch den gelben Spoiler ist futsche Katze. Naja, da habe ich jetzt mal Glück. Ja, jetzt habe ich rot. Die scheiß Kurve. Boah, Jeff, Maul, Jeff, Maul! Blöder Lauch, ey. Weil ich muss mich schon ganz schön anstrengen, sonst wird das nichts. Box, bist zufrieden? Scheiß roten Spoiler, kannst du Tonne kloppen in den Drecksack. Einmal Kurve versaut, nee. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box. Machen wir doch so, Jeff. Ah, komm schon. Na, langsam merkt man, die Reifen sind nicht mehr die besten. Ach, 33%, das geht noch. Geht schlimmer, geht immer. Ja, schlimmer schon, aber für die Ultrasoften ist das schon...
ist. Oh, Ferrari ist auch hinter mir rein. Oh, ist doch gut. Der Vettel. Damit haben wir unsere Strategie durch. Muss das jetzt auf Raikön ist draußen. Die Mo Perez ist jetzt deswegen Dritter. Na gut, die müssen ja genauso wie ich auch nochmal rein, von daher. Das ist doch ein Penner, ey. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber wie so ein Idiot. Jedes Mal einer. Du ziehst jetzt nicht rüber. Wenn der Bottas seine Scheißschleicherei da nicht gehabt hätte, hätte ich jetzt einen grünen Spügel wieder. Und nicht wieder vorne rechts gelb, ey. Diese dumme Sau, ey. Oh, da ist Raikön reingefahren. Okay. Ja, ich muss jetzt auch rein. Geht nicht an das Boxenstopp. Wie? Box ist zurzeit belegt. Wir sind nicht. Dings fährt auch gerade wieder. Fuck, viel zu langsam reingefahren. Oh, bis ich mal an der Box bin, Alter. Ne, ich bleib nicht erst da, kannst du knicken. Oh, doch, Glück gehabt. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Okay, Abstand zum Teamkollegen, 0,0 Sekunden. Ah, ja. Alles eng hier, mein Gott. Zu spät gebremst. Scheißkurve. Ajo, macht ja nix. Passiert schon mal. Komm doch einfach. Der Frontflügel ist ziemlich beschädigt und das wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative
Wieder zu spät. Ach Mann, du bist doch ein Biskop, ey. Virus, du gottverdammter Blödmann. Jedes Mal. Das war jetzt wieder die gleiche verkackte Kurve da. Ich einen Anfall. Komm rum. Ich hau dich. Die Zeit zum Intervall beträgt 8,1 Sekunden. Geht mir diese Scheiß wieder so. Pisse rum, du dumme Sau, ey. Statt dass der Reifen mal was abkriegt. Nein, es ist wieder der Spoiler. Immer der scheiß Spoiler. Na gut, wenn der Reifen was abkriegen würde, wäre auch nicht so tolle. Komm rum! Zu mir Natzen? Oh, ich hasse diese Kurve hier oben. Die macht mir alles kaputt. Diese Ecke hier. So viel Vorsprung habe ich jetzt aber nicht, ey. Ja, reicht doch. Jawohl, jawohl, jetzt habe ich rot. Jetzt gleich nochmal irgendwo die Karre vorfahren und dann. Jeff, halt deine. Nee, ey. Anfall, ich krieg einen Anfall, ey. Es ist ein verurteilter Scheiß, ey. Komm rum, du blöde Sau! Na, jetzt sind die Reifen auch langsam angeschlagen. Oh, jetzt habe ich die Kurve mal gut gekriegt. Aber jetzt muss ich trotzdem wieder bremsen, sonst wäre ich dagegen geknallt. Geil. Na gut, wenn du auch deinen Spoiler hinüber hast, machst du nichts. Ja, es ist immer der scheiß Spoiler. Wo ist mein R2D2, wenn ich ihn brauche? Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Spoiler, 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 Spoiler. Ja, immer der Fliegel. Bremst doch! Ich will nicht hier eine Zeitstrafe kriegen, du Arschloch! Nee. Ach ne, jetzt kommen auch noch die Überrundung. Ei, wenn ihr euch da Bock drauf. Nein. Wieso kriege ich jetzt kalte Zeigefinger? Das ist irgendwie doof. Okay. Scheiße. Hallo! Sieh zu, dass du rumkommst, sonst hau ich dir was aufs Maul. Mann! Ausgerechnet, dann fängst du mit so einer Kacke an, auf rumzuzicken, bitte. Du dumme Pissau, ey. Ja, das liegt nur am Virus, weil der Virus so außer Rand und Wand ist. Am Anfang war es noch, ich will dich nochmal kriegen. Und jetzt war es dann, wo ich denke, ach, fuck you. Ja, das war's dann. Da bringt auch einem so eine Karre mit Topspeed nichts. Wenn man sich nur scheiße zusammenfährt.
Ach mein Gott. Wird ja mal schlechter mit dir. Ja, komplett rot vorne, jo. Aber scheiß drauf. Ich hab's nicht anders verdient. Die ersten Überrundungen liefen gut, das ist schon gut. Alter, komm rum, du blöde Schleuder, ey. Kann doch nicht sein, dass der Spoiler so viel ausmacht, ey. Jo, der macht einiges. Was da zum Kotzen ist das, ey. Komm rum, Mann, jetzt hab ich aber die Faxen dicke. Gerade auf die Karte geguckt, deswegen habe ich so rübergezogen. Wollte leider den Wald fällen. Okay. Schön, dass einen alle so gescheit vorbeilassen, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, ich brauche aber keine drei Runden mehr, Jeff. Kannst du die Rundenzahl nicht ablesen oder was? Das ein Günther ist das, ey. Jo, ich weiß, Jeff. Letzte Runde, alles gut. Du kommst auch nicht rum, ey. Du kriegst auch echt nichts mehr ohne Spoiler. Kriegst du aber nicht mal kacken, ey. Ja, oh Mann, oh Mann. Immer ein Kampf mit dem Krampf. Ohne Fliegel, trotzdem noch Platz 2. Oh, da hinten kommen schon die Ferraris. Das gibt wieder Punkte, endlich mal. Jetzt wird es Zeit für die Siegerehrung. Könnte es einen verdienteren Sieger geben? In diesem Team bekommen junge, talentierte Fahrer die Gelegenheit, Rennen zu bestreiten. Geht doch. Die Scuderia Toro Rosso geht heute als Sieger hervor. Das war wieder blau, rot, pink. Rosa. Naja. Oh, ziemlich bunt, so. Aber mal wieder was ein anderes Bild, ne? Ach. Komm, gucken wir noch mal weiter. Bei den Ferrari. Oh, die Hamilton und Bottas haben sich doch noch auf 5 und 6 hochgefahren, du. Krass. Ja. Ja, und sonst nichts Besonderes. Krass. Nein, Rangliste. Oh, da haben wir uns vor Valtteri geschoben. Sehr schön.
Den Valtteri, den brauche ich nie. So, ja, Konstrukteur brauchen wir gar nicht zu gucken. Das ist halt immer noch kalt. Obwohl, da sind wir an die Pinkies rangekommen. Guck mal an, auf 3 Punkte. Sehr schön. Ja, meine lieben Freunde, das war doch mal wieder ein schönes Rennwochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao mit V. We'll be right back.